Und da sind Und wir, warte mal, gerade bei der Frage nämlich, was machst du, wie erklärst du es deinen genau. Freunden und Verwandten? Früher haben mich die Leute etwas verwirrt angeschaut, wenn ich gesagt habe, man müsste sich mal face-to-face unterhalten, weil damals das ein Code war, den kein Mensch verstand. Heißt, ich habe es gar nicht versucht zu erklären, dass ich mal im Online-Banking, Online-Brokerage tätig war, dort die Kommunikation gemacht habe, sondern ich habe erklärt, ich erleichtere den Zugang zu Geld. Was dich daran reizt, das kann ich mir gut denken als Politikwissenschaftler. Was reizt dich so an dieser Beratungstätigkeit für die Unternehmen? Also als Politikwissenschaftlicher hat mich natürlich die Gesellschaftsveränderung gereizt. Nachdem ich gemerkt habe, dass ich das nicht mit Politik, nicht mit Journalismus und auch nicht mit Verbandsarbeit, was ich alles gemacht habe und hin und wieder noch mache, schaffen kann, habe ich mir überlegt, Unternehmensberatung kann ein sehr guter Weg sein, um das zu erreichen. Ich erzeuge halt durch meine Social-Media-Aktivitäten, durch meine Beratung eine große Nähe, großes Vertrauen und kann dadurch viel, viel mehr im Kleinen natürlich verändern, als das halt auf der großen Ebene der Politik oder in anderen Bereichen möglich war. Und mich reizt es einfach, Unternehmen zu öffnen, die dazu zu bringen, sich auf die Transparenz einzulassen, weil ich glaube, dadurch haben sie glücklichere Mitarbeiter, effizientere Mitarbeiter und auch mehr Erfolg. Also heißt, ich kann das natürlich mit Effizienzkriterien begründen und kann auch sagen, dass nur dadurch heutzutage auch Digital Natives wahrscheinlich nur als Arbeitnehmer zu gewinnen sind, weil die natürlich höhere Ansprüche aufgrund der demografischen Entwicklung auch stellen. Also ich kenne Kunden, wo die Mitarbeiter, die sich dort vorgestellt haben, sagten, was, ich darf bei euch nicht Facebook machen, dann suche ich mir was anderes als Arbeitsstelle aus. Also es ist nicht mehr ganz so einfach wie vor 20 Jahren.